Jesus erklärt die Reinigung der Erde, meine Barmherzigkeit und das Millennium. 9. Oktober 2015, Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Liebe Herzbewohner, der Herr hat das Thema gewechselt und er teilt sein Herz mit uns, damit wir alle die Höhen und Tiefen seiner Liebe zu uns erkennen können. Jesus begann: Ich möchte über Barmherzigkeit sprechen. Barmherzigkeit ist meine herausragende Eigenschaft. Ohne Barmherzigkeit gäbe es keine Erde. Es gäbe keine menschliche Bevölkerung. Es gäbe weder Tiere noch Pflanzen, noch sonst etwas von anhaltender Schönheit. Der Feind ist gekommen, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Und ich habe ihm in meiner Barmherzigkeit widerstanden, um euretwillen. Ich liebe meine Schöpfung und ich bin traurig über den Missbrauch, den der Mensch daran begangen hat. Meine Barmherzigkeit ersetzt die Gerechtigkeit. Barmherzigkeit hat Geduld mit der kämpfenden Seele. Barmherzigkeit hat Geduld mit dem Sünder und erwartet ihre Rückkehr zu mir. Ihr alle braucht Barmherzigkeit, genauso wie ihr die Luft zum Atmen braucht. Wenn ich euch keine Barmherzigkeit gewähren würde, würdet ihr nicht existieren. Aber ich sehe eure Schwachheiten und habe viel Mitgefühl für euch, selbst inmitten eurer sündhaften Entscheidungen. Ich komme für meine Braut und sie wird rein sein und meine Barmherzigkeit wird den Job beenden. Ich wunderte mich darüber. Ich dachte, ihr werdet niemals vollkommen sein. Wie geht der Herr damit um? Du hast gerade gesagt, ich komme für meine Braut und sie wird rein sein und meine Barmherzigkeit wird den Job beenden. Nicht, dass ihr euch niederlegen oder zurücklehnen solltet im Wissen, wie barmherzig ich bin. Nein, je entschlossener ihr seid, Buße zu tun und rechtschaffen zu leben, je mehr ihr euch um die Bedürfnisse jener um euch herum kümmert, bis zu jenem Grad werdet ihr Barmherzigkeit empfangen. Und doch kann ich nichts unerledigt lassen. Also wird die Vollkommenheit kommen, wenn all das, was in euch erfüllt werden muss, vollbracht ist. Und da gibt es so viel, dass dafür eine Ewigkeit nötig sein wird. Ihr werdet immer lernen, wachsen, entdecken, und all das meistern, was in euren Herzen ist, alles, wonach ihr euch sehnt, und auch jene Dinge, von welchen ihr niemals geträumt habt, sie zu tun. Dies ist eine der größten Freuden im Himmel, entdecken. Und die endlosen Entdeckungen, die ihr im Himmel machen werdet, werden euer Wissen über mich erhöhen. Und das führt zu einer unendlichen Dankbarkeit und Anbetung. Während ich euch Barmherzigkeit anbiete, aufgrund eurer Schwachheiten und Mängel, erwarte ich, dass ihr anderen barmherzig seid. Seid nicht wie der Schuft, dem eine große Schuld erlassen wurde und der sich dann umdrehte und seinen Bruder erwürgte, der ihm etwas schuldete. Das ist Matthäus 18, 28. Denkt nicht, dass ihr privilegiert seid und ich werde die Barmherzigkeit ausdehnen, wenn eine Lektion durch normale Mittel nicht gelernt wird. Weil ich euch liebe, gibt es Zeiten, wo ihr einfach ein sehr kleines Urteil durchleben müsst, weil ihr versagt habt, aus eurem vergangenen Verhalten zu lernen. Zweifelt nicht daran. Ich leide mit euch, wenn eine Lektion hart wird. Ich trauere mit euch über Verluste.
Aber ich bin euch auch weit voraus darin, wie ich diese Lektion zu meiner Ehre nutze und wie ich euch segnen werde, während ihr voranschreitet. Ihr wisst, dass ich sogar die schlimmsten Ereignisse irgendwie zum Guten wende. Ihr mögt es jetzt nicht sehen, aber in der Ewigkeit wird alles kristallklar sein und all jene Dinge, die ihr niemals verstanden habt, werden euch komplett offenbart werden. Was für eine Freude dies sein wird, zurückzugehen in der Zeit und zu erkennen, wie ich bei euch war und euch führte, auch wenn ihr es nicht wahrgenommen habt. Hinter jedem Ereignis auf dieser Erde gibt es Barmherzigkeit. Ich könnte die Schöpfung nicht aufrechthalten ohne sie. Mein Herz würde brechen, wenn ich nichts Gutes hervorbringen würde aus einem Desaster. Viele von euch schauen mit Angst und Zittern auf die sich nähernde große Trübsalszeit. Und das solltet ihr auch, denn es wird eine Zeit der Trauer sein, die mit nichts zu vergleichen ist. Aber es muss geschehen, um den Weg für mein Königreich frei zu machen, damit es sich auf dieser Erde manifestieren kann. Das Böse muss gezügelt und in der Schwebe gehalten werden, damit ihr zu der makellosen Kreatur heranwachsen könnt, zu der ich euch erschaffen habe. Die Erde muss gereinigt werden von dem Schmutz der Gier, den zerstörerischen Chemikalien, den Krankheiten, die von bösen Menschen erschaffen wurden, die Verwüstung der Länder, die ich wunderschön erschaffen hatte, der Abfall und Abschaum der Industrie, die die makellose Schöpfung so verunreinigt hat, welche ich zu eurem Vergnügen erschaffen habe. Der Weg muss geräumt werden, meine Kinder, und es wird nicht hübsch sein. Die Einführung meiner Regierung wird alle veranlassen, hervorzukommen, zu wachsen, zu expandieren, zu kreieren und freudig die Fülle der Gaben einzubringen, mit welchen ich die Menschen ausgestattet habe. Was für ein Wunder es sein wird, zu sehen, wie Landwirtschaft, Industrie und Ausbildung voranschreiten, ohne die Erde und die makellose Schönheit, die ich wiederherstelle, zu zerstören. Allen werden Aufgaben übertragen werden, dem Kunsthandwerker, dem Politiker, dem Landwirt und dem Ausbildner. Alles, was ihr jetzt habt, wird ohne Verdorbenheit zum Vorschein kommen. Und der größte Fokus wird sein, mich anzubeten und zu verehren. Es wird nicht das Wissen, der Reichtum, die Schönheit oder das Talent sein. Es wird die Liebe zu eurem Nächsten und zu mir sein. Oh, wie dies alles verändern wird. Es wird bittere Dinge in etwas Süßes und Nahrhaftes verwandeln. Ihr werdet nicht unterdrückt oder missverstanden werden. Vielmehr werden sich alle euren Bedürfnissen und Wünschen beugen. Genauso wie ihr das Herz eines Dieners haben werdet und euch ihnen beugt. Große Zufriedenheit wird gefunden werden im Dienen und Allbekanntheit wird verachtet werden zugunsten von Gleichheit. Und doch wird jedes leuchten in seiner eigenen, einzigartigen, brillanten Art. Nicht um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sondern um ein Licht auf die Herrlichkeit meines Lebens in ihnen und auf dessen Früchte zu werfen. Jene, die es ausnutzen, jene, die stehlen, lügen und andere betrügen, werden überprüft und man wird sich um sie kümmern, damit sie lernen, wie man in Wohltätigkeit und Integrität lebt. Keiner Person wird erlaubt sein, andere zu unterdrücken oder ihnen zu schaden. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit wird vorherrschen wie nichts, was ihr euch jemals vorgestellt habt.
Meine Engel werden bei der Administration helfen, die von jenen ausgeführt wird, die entrückt werden. Jeder Seele wird ihr Teil auf der neuen Erde gegeben werden. Keine wird nutzlos oder unerwünscht sein. Alle werden zufrieden sein mit den übertragenen Aufgaben. Es gibt so vieles, worauf ihr euch freuen könnt. Aber bevor irgendetwas davon eingeführt werden kann, muss ich zuerst meine Gerechtigkeit und meinen Zorn freisetzen, um das Böse zu vernichten und für den Planeten die Balance wiederherzustellen. Die Menschen müssen die Konsequenzen ihrer Gier sehen. Sie müssen für alle Zeiten lernen, dass Sünde der Tod ist und jene, die sündigen, tot sind. Wenn Böses zum Vorschein kommt, wird dies aus dem freien Willen heraus sein, denn Satan und seine Gefolgsleute werden gebunden und von dieser herrlichen Gesellschaft getrennt sein. Aber es wird jene geben, die stur ihre eigenen Vorteile verfolgen zum Nachteil von anderen. Diese werden in Schulen gebracht werden, wo die tiefen Lektionen des Lebens erlernt werden müssen, bevor sie fit sind, ein Teil dieses Königreiches zu werden. Ihr werdet Gerechtigkeit sehen in eurer Mitte, aber immer zuerst meine Barmherzigkeit. Ich sage euch dies, weil die bevorstehenden Zeiten dunkel und beunruhigend erscheinen. Ja, das sind sie in der Tat, aber am Ende des Sturms ist der Regenbogen und die Erfüllung meiner Güte für die ganze Menschheit auf Erden. Wie ich mich nach dieser Zeit sehne und wie ich traurig bin über das, was dem vorausgehen muss. Meine Kinder, wisst, dass meine Barmherzigkeit auch mitten im Sturm arbeitet. Ich bin zärtlich, liebenswürdig und barmherzig zu jenen, die mich lieben und nach meinen Geboten leben. Ich bin zugänglich für die Unschuldigen und Kindlichen unter euch, für jene, die gewählt haben, Kinder zu sein, unschuldig, einfach und rein. Für sie bin ich ein Vater. Für jene von euch, die gewählt haben, intelligente Erwachsene zu sein, für euch bin ich der intelligente Schöpfer und Gott. Für jene, die dynamisch und kräftig sind, bin ich der allmächtige Gott, gekleidet in Herrlichkeit, unnahbar. Ich habe meine Knie gebeugt für meine Schöpfung, damit alle mich kennen sollten, genauso wie ihr mir bekannt seid. Deshalb imitiert mich in allen Dingen und bietet auf alle Fälle jenen um euch herum Barmherzigkeit an. Die Seele, die Barmherzigkeit praktiziert, wird große Barmherzigkeit empfangen im Urteil. Deshalb behandelt andere, wie ihr wünscht, behandelt zu werden, und es wird euch wohlergehen.